Wir sind die Schreibdilettanten. Heute Folge 248, die Buch Berlin 2016. Mein Name ist Markus. Und ich bin Axel. Hi. Hallo Axel. Aloha. Im Gegensatz zu mir warst du auf der Buch Berlin 2016 und zwar vorgestern und gestern an dem heutigen Tag, an dem wir aufnehmen. Die Erinnerungen sind also frisch, darauf haben wir Wert gelegt. Total frisch. Ja, und an alle, die unsere großartig angelegte Werbekampagne, die wir gestartet haben für unsere Anwesenheit auf der Buch Berlin verfolgt haben und mich dann vergeblich auf der Buch Berlin gesucht haben, es tut mir unglaublich leid, aus gesundheitlichen Gründen musste ich leider die Buch Berlin absagen. Ich bin 2 Tage vor der Buch Berlin so krank geworden, dass mein Arzt gesagt hat, ich muss zu Hause bleiben, egal was passiert. Und zwar auch länger als über diese Buchmesse leider. Und so kann es kommen. Es hat, glaube ich, niemanden so traurig gemacht wie mich oder so sehr traurig. Außer abgesehen von deinen vielen traurigen Fans, die da waren. Ja. Ich habe versucht, sie irgendwie zu trösten, aber mit meinem Charme ist mir das natürlich nicht gelungen. Ja, also statt uns beide an dem Messestand in der Buch Berlin zu treffen, hat man nur Axel getroffen. Aber wir wären ja nicht die Schreibdilettanten, wenn man nicht uns Zitronen geben würde und wir Limonade draus machen würden. Das bringt uns natürlich in die unglaublich tolle Gelegenheit, dass ich jetzt Axel zu allem, was auf dieser Messe passiert ist, völlig unvoreingenommen und absolut mit absolutem Nichtwissen und authentisch zu all dem interviewen kann, was auf dieser Messe passiert ist. Und die Fragen sind nicht gescriptet, weil Markus war ja wirklich nicht da. Also. Und es sind also nun wirklich Dinge, die mich unglaublich brennend interessieren. Ich habe auch extra mit Axel vorher nicht geredet, um mich nicht spoilern zu lassen. Es ist heute investigativer Journalismus. Ja, genau. Vom Feinsten. Ganz genau. Unabhängig, neutral und ich weiß es nicht. Okay. Ja, Axel, fangen wir damit an. Buch Berlin sagt jetzt vielleicht... Dritte Buch Berlin, Entschuldigung. Sagt jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem etwas. Was war denn das jetzt genau für eine Messe? Ja, also wie ich schon gesagt habe, die dritte Buch Berlin. Ich habe gehört, die erste hat irgendwie auf dem Universitätsgelände stattgefunden, die zweite im Logenhaus in der Emser Straße. Die dritte Buch Berlin, wie mir gesagt wurde, weil ich war auf den beiden anderen nicht, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen hatte im vorigen Jahr. Die dritte Buch Berlin war also die größte bisher. Das heißt, die Messe wächst also von Messe zu Messe und hat diesmal im Estrell Hotel stattgefunden. Das ist Ecke Sonnenallee, so im Südosten von West-Berlin. Also so Neukölln für diejenigen, die vielleicht nicht aus Berlin kennen und das Estrell nicht aus Berlin kommen und das Estrell Hotel nicht können. Es ist eine Messe, die sich, wie der Name schon sagt, an Buchfans wendet. Und zwar so auf einem etwas anderen Level als jetzt Frankfurt oder Leipzig, denn auf der Messe sind hauptsächlich Self-Publisher und kleine Buchverlage zu finden. Mhm. Ja. Mit anderen Worten, also die großen Verlage hat man da alle vergeblich gesucht. Das heißt, es gab wahrscheinlich keine, wie soll man sagen, prunkvollen Stände, die professionell bis ins letzte Detail ausgeleuchtet und aufgebaut waren. Und man hat wahrscheinlich auch die großen Stars der Buchszene vergeblich gesucht, oder? Ja, hat man. Also es waren deswegen waren wir ja auch da, also du. Entschuldigung. Es waren so ein paar alte Bekannte, sind natürlich so die üblichen alten Bekannten auf der Messe. Ja. Ich glaube, ich habe auch einen Stand von Libri irgendwie gesehen, aber das war es dann auch schon. Der war Libri. Ah. Der war allerdings auch relativ klein. Wie du schon gesagt hast, also die meisten Stände, so wie unserer, sind halt so irgendwie umgebaute Tische. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze hat ein wirklich schönes Flair gehabt. Es waren also 2 Räume, klar deutlich kleiner als Frankfurt, entsprechend auch mit sehr günstigen Eintrittspreisen. Ich glaube, 4 Euro hat der Erwachsene gekostet, 2 Euro ermäßigt und Kinder bis 14, glaube ich, frei, wenn ich es so richtig im Kopf hatte. Das heißt, es waren halt auch eine ganze Menge Familien da, was ja sonst immer auf einer Messe ein bisschen teuer wird. Also ich sag's mal so, wenn man mit der 4-köpfigen Familie nach Frankfurt geht, ist man danach pleite. Das stimmt, ja. Das war hier nicht so der Fall. Und wie gesagt, also die Messe lebt da auch von ihrer ganz besonderen Atmosphäre. Das heißt, man kommt noch näher an die Autoren, an die Verlage,
ran als zum Beispiel in Frankfurt. Und das kann ja auch etwas Befreiendes haben, sage ich mal. Also ohne, dass ich jetzt die Messen in Frankfurt oder Leipzig schlecht machen möchte. Das sind ja auch super Messen. Mhm. Aber ich vermute mal, ich weiß es natürlich nicht, weil ich nicht da war, aber ich vermute mal, dass sich da so die knallharten Buchfans und die knallharten, leidenschaftlichen Autoren da eigentlich auch getroffen haben. Ne? Also dass so eine etwas intimere Atmosphäre war, wo man sich vielleicht, etwas direkter und mal etwas detailreicher informieren konnte, als es vielleicht auf der Messe der Fall. Also ich merke es an mir selber halt, wenn ich auf der Messe bin. Ich gucke automatisch, wo ist Sebastian Fitzek, welche internationalen Leute sind irgendwie da, welche Schauspieler hat man gesehen, bla bla bla. Ja, das sind so die Sachen, auf die man dann auf einmal so ein bisschen fokussiert ist, weil man solche Leute ja normalerweise auch irgendwie nicht vor die Flinte kriegt. Und so kleinere Sachen gehen dann ja manchmal doch unter, beziehungsweise ich weiß es ja so indirekt ein bisschen über deine Erfahrung über das Autorensofa halt auch. Wenn man dann als jemand, der halt eben nicht so einen großen Namen hat und nicht bei so einem großen Verlag ist, sich irgendwie Gehör verschaffen will, dann ist das gar nicht so leicht, sag ich mal. Ja, also wie gesagt, was mir besonders aufgefallen ist, da waren wirklich eine ganze Menge Familien. Mhm. Also so ein bisschen, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Jahreszeit, wir haben ja jetzt Herbst, es ist ein bisschen dunkler draußen und es beginnt ja so langsam die Zeit der Weihnachtsmärkte und ähnliches und so ein bisschen hatte ich da auch das Gefühl, dass das halt so ein Wochenendvereignis für die ganze Familie ist. Ne? Also gerade auch Kinder hatte ich so den Eindruck, hat man da mehr gesehen als zum Beispiel in Frankfurt. Mhm. Was die Messe vielleicht für jemanden, der Jugendbücher herausbringt, auch ganz besonders interessant machen kann. Was ich auch noch gehört habe, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung so nicht sagen. Ich habe aber gehört, dass außerhalb Berlins solche kleinen Buchmessen durchaus üblich sind. Mhm. Also zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet soll es wohl, abgesehen von Frankfurt, ganz, ganz viele andere kleine Buchmessen geben, die halt so übers Wochenende gehen und sich halt auch eher an den Kunden wenden, also an den Endverbraucher. Oder halt an kleine Verlage, kleine, noch nicht so bekannte Autoren. Und das ist halt das erste Mal, dass es wohl sowas in Berlin gibt, beziehungsweise jetzt das dritte Mal. Und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also es ist eine schöne Veranstaltung, wenn man hier in der Stadt ist und sich für Bücher interessiert, sollte man da durchaus im nächsten Jahr hingehen. Ja. Und was ich doch noch ergänzen kann aus meiner Perspektive, weil soweit war ich ja dann doch involviert, es ist auch relativ erschwinglich. Ne? Also das ist nochmal so der Vorteil für Autoren. Also natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen als Autor, ist jetzt irgendwie unter meinem Niveau, da kommen ja nicht so viele oder was weiß ich. Oder die Aufmerksamkeit der Presse ist nicht so groß, wobei ich gerüchteweise gehört habe, also die Messe hat sogar selbst in der BZ gestanden, also so schlecht, ja, das habe ich auch gehört. So schlecht ist es um die Presseaufmerksamkeit auch nicht bestellt. Aber der Punkt ist halt der, wenn ich mich auf Frankfurt oder auf Leipzig auf den Buchmessen da präsentieren möchte, muss ich da mehrere tausend Euro auf den Tisch legen, um so einen Stand halbwegs nennenswert irgendwie auffällig hinzukriegen. Da reichen schon wenige hundert Euro oder weniger sogar, um sich ein bisschen zu präsentieren. Und es glaube ich, deswegen waren ja auch die Schreibtischtanten da. Ja, naja, ohne Quark. Also ich habe hatte dann ganz kurz reingeguckt und hatte mir angeguckt, was es ist und habe gedacht, so, was kostet denn? Und habe ich gedacht, naja, für das Geld kann man irgendwie nicht viel falsch machen. Also das ist halt so auch nochmal der Punkt, was einen vielleicht bewegen kann als Autor, auch solche kleinen regionalen Messen vielleicht mal mitzumachen. Es ist eine Investition, die je nachdem natürlich auch ein bisschen wehtun kann im Portemonnaie, aber so wie du jetzt zumindest sagst, ich kann es ja nicht beurteilen, ist es eine ganz interessante Erfahrung und auf jeden Fall, oder was soll man sagen, was heißt auf jeden Fall, Kleinvieh macht auch Mist. Also wenn man da 1, 2, 3 Leser gewonnen hat auf die Art und Weise und vielleicht sogar noch etwas direkteren Kontakt zum Leser gewonnen hat, als es auf großen Messen möglich ist, dann hat sich das bestimmt gelohnt. Ja, also wenn man sowas plant, würde ich einfach mal gucken, ob ich 3, 4, 5 andere Autoren finde, mit denen ich mich zusammentun kann. Ja. Dann vielleicht so einen mittelgroßen Stand nehmen und dann im Endeffekt fährt man dann relativ billig und hat doch ein bisschen Aufmerksamkeit. Haben auch einige auf der Messe gemacht. Ja. Die Stelle möchte ich übrigens mal ganz kurz nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen, weil Messe ist ja auch immer Kontakte schließen und ich wollte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei meinen Standnachbarn bedanken. Ich hatte auf der einen Seite die Book Factory, das ist eine Druckerei, die auch relativ bekannt ist, die hat auch für die Messe Katalog gemacht und ich glaube auch Kataloge fürs Autorensofa. Die machen eigentlich ihr Geschäft damit, dass sie Kleinauflagen drucken und das auch ziemlich günstig. Also wenn man jetzt als Self-Publisher 100 Bücher selbst gedruckt haben will, um sie
selbst zu vertreiben, dann ist das eine tolle Anlaufstelle. Die Jungs sind total super und nett. Also es war wirklich grandios, die als Standnachbarn zu haben. Auf der anderen Seite genauso toll. Ich kann ganz kurz mal ergänzen, ich muss dich unterbrechen, weil das muss ich jetzt unbedingt einfließen lassen, dass Axel so positiv über diese Leute berichtet, liegt unter anderem daran, dass sie ihn regelmäßig auf der Messe mit Wodka abgefüllt haben. Ja, ich kann das insofern beurteilen, weil Axel mir der war saugut. Weil Axel mir in Stundenabständen über den aktuellen Pegel SMS geschickt hat. Ja, aber da merkt man auch, wie das so läuft auf der Messe. Die haben ja den Wodka nicht so mitgebracht, sondern weil sie da halt Leute kannten auf der Messe, die sie da besucht haben. Maßlos. Und die vorbeigekommen sind. Also es war eine echt familiäre Atmosphäre. Ja. Und das fand ich wirklich grandios. Und auf der anderen Seite hatte ich das Papyrus Outdoor Team. Die inzwischen kann ich schon fast die Einführungsveranstaltung von denen mitsprechen, weil ich halt immer so ein bisschen rüberlauschen konnte. Ja. Die waren auch super nett. Also wenn man sich für Autorensoftware interessiert, Papyrus Outdoor, ich habe gemerkt, das Team ist super, wenn man da irgendwelche Fragen oder ähnliches hat, die nehmen sich da echt Zeit. Also das ist toll, dass man, ich kenne die ja schon von der Frankfurter Buchmesse und so und habe ja auch die Software selbst. Aber das nochmal so aus der Nähe und intensiv zu erleben, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, um mit den Leuten so ein bisschen zu quatschen. Und das ist es auch, was so die Faszination von Messen ausmacht, finde ich. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht auch für so eine kleinere Messe spricht. Sage ich jetzt mal wieder wie so ein Blinder von der Farbe, weil ich ja nicht da war. Aber also ich weiß es von meiner Erfahrung, als ich mal mit den Leuten von BOD ins Gespräch kommen wollte, auf der vorletzten Frankfurter Buchmesse. BOD war wahrscheinlich nicht da, ne? Nicht, dass ich. Ich muss dazu sagen, Markus, ich habe von der Messe natürlich auch nicht so viel mitbekommen. Weil du die ganze Zeit am Stand warst. Weil ich die ganze Zeit in unserem Stand war. Ja. Ne? Also ich bin 2-3 Mal über die Messe gelaufen, wenn halt meine lieben Standnachbarn mal kurz auf meinen Stand aufgepasst haben, um mir mal ein Würstchen zu holen oder was zu trinken. Und habe dann natürlich so ein bisschen geguckt. Aber in jeder Ecke war ich auch nicht. Aber nein, BOD-Team habe ich nicht gesehen. Ist ja auch egal, worauf ich hinaus wollte, ist, ich bin damals, als ich zu den BOD-Leuten wollte, gar nicht durchgedrungen, weil es so eine lange Schlange an Interessenten und anderen Leuten gab, die was von denen wollten, dass ich die Wahl hatte, entweder eine halbe Stunde anzustehen oder halt eben es sein zu lassen. Und dann lässt man es auf so einer Messe wie Frankfurt halt sein, weil eine halbe Stunde, zumindest bei meinem Zeitrahmen, den ich normalerweise auf der Messe habe, ist schon verflixt viel Zeit. Das bedeutet, dass ich irgendwas anderes mir nicht angucken kann. Dann überlegt man sich das nochmal und auf so einer kleineren Messe kann man mit den Leuten halt auch besser ins Gespräch kommen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, aus Autorenperspektive, so eine Messe ist ja nicht nur dazu da oder vielleicht sogar, bestenfalls zu gleichen Anteilen dazu da, um Leser kennenzulernen. Es geht ja auch darum, dass man als Autoren sich untereinander ein bisschen vernetzt kennenlernt, wieder ganz trifft, einfach ein bisschen Smalltalk hält, was auch immer. Und das ist auch so eine kleine Messe, die vielleicht nicht so ganz so wild spektakulär und turbulent ist und nicht so eine Lautstärkepegel hat wie die Frankfurter Buchmesse. In Frankfurt ist man ja innerhalb von einer halben Stunde heiser, wenn man versucht, sich zu unterhalten. Auch keine so schlechte Gelegenheit, ne? Ja. Oh, und ich habe einen großen Vergleichstest durchgeführt. Der Wodka bei den Polen war besser investigativ, als... Investigativ? Investigativ, weil die schlechtesten Frankfurter Würstchen meines Lebens habe ich auf der Frankfurter Buchmesse gegessen. Ausgerechnet, ja. Und das Catering im Estrel war nicht nur für eine Messe relativ preiswert. Ja. Also jetzt nicht billig, aber preiswert für eine Messe, sondern auch verteufelt gut. Also der Kartoffelsalat und die Würstchen waren echt lecker. Und auch bei den Toiletten musste man nicht ewig anstehen. Noch ein Vorteil von der kleinen Messe. Ich kann mich ja outen, ich wohne in der Nähe vom Estrel und ich war da schon ein paar Mal aus verschiedenen Gründen, die überhaupt nichts mit Büchern oder sonst irgendwas zu tun. Nein, stimmt nicht, ich war mal auf einer Star Trek Convention da, die da stattgefunden hat. Ja, ist aber schon lange her. Und das Estrel ist ein wirklich tolles Hotel. Also ich habe da auch ein paar Mal gegessen, kann man sehr empfehlen. Es ist als Location, ich hoffe, die behalten das bei, dass ich nächstes Jahr, wenn ich hoffentlich dann mal nicht krank bin, zur Messe mitkommen kann. Ich glaube nicht, die Messe, wie gesagt, bisher ist das Messeteam ja immer größer geworden. Ja, verstehe. Und vielleicht ist es das nächste Mal am Messegelände, das heißt dann direkt bei mir um die Ecke. Verdammt, erstens ist es weit weg von mir und zweitens ist dann das Essen schlechter. Ja, bestimmt. Nein, also das Estrel ist wirklich ein toller Ort. Ja. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr auch nochmal ein Estrel ein bisschen größer, kann es da vielleicht auch noch werden. Aber die Location war wirklich, wirklich super. Also wir hatten auch einen Stand direkt am Eingang und auf der Messe, ganz im Gegensatz zu Frankfurt, nehmen sich die Leute, wie du schon gesagt hast, halt auch ein bisschen Zeit. Ne? Da kann man ein bisschen am Stand stehen, ohne sich durch Menschenmassen durchquälen zu müssen. Insofern... auch wenn ihr nicht aus Berlin kommt, ich weiß jetzt nicht, wenn ich aus Frankfurt kommen würde oder wenn ich in Frankfurt wohnen würde, würde ich vielleicht nicht für so eine relativ kleine Messe nach Berlin fahren. Nichtsdestotrotz würde ich einfach mal gucken, ob es bei euch in der Umgebung, wenn ihr nicht in Berlin seid, solche kleinen Messen gibt, weil mir hat es echt gefallen, also das hat sich voll gelohnt.
Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie irgendjemand zu nahe treten will oder zu viel Werbung machen will, aber so teuer sind Zugfahrtickets dann auch wieder nicht. Also mal einen Tag nach Berlin fahren, um sich so eine Messe anzugucken. Also bei anderen Messen zahlt man den Fahrkartenpreis schon an Eintritt oder so. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Ich wäre so gerne hingegangen. Vielleicht liegt es daran, dass ich so unterschwellig so viel Werbung dafür mache. Ja, Axel, wir sind ja als Schreibdilettanten da aufgetreten. Ja. Also du bist als Schreibdilettant dort aufgetreten. Ich war ja lediglich... Du warst immer mit dabei, Markus. Dein Geist schwebt über dem Stand. Ja, zumindest mein Foto in Form des Banners hinter dir. Wie war das denn jetzt so, wenn du so ganz persönlich jetzt Resümee ziehst? Wie hat sich das für uns als Schreibdilettanten gelohnt oder für uns als Autoren? Gut, schlecht? Also erstmal ganz herzlichen Dank an alle, die vorbeigekommen sind. Obwohl Markus krank war, fand ich super, haben sich wieder viele, viele tolle Gespräche ergeben. Und tatsächlich bin ich auch über den einen oder anderen Autor gestolpert, der uns noch nicht kannte. Und dann, ja, und sowas meinte wie, hey, warum kenne ich euch denn nicht, warum macht ihr denn keine Werbung? Ja, wir versuchen ja Werbung zu machen, deswegen sind wir ja auf solchen Messen, genau das habe ich dann auch gesagt. Wir machen ja Werbung, deswegen sind wir hier, hast uns jetzt auch kennengelernt und vielleicht schaust du ja jetzt gerade diese Folge. Messen sind für mich als Autor, abgesehen jetzt von Facebook oder ähnlichen Sachen, einfach die beste Möglichkeit, oder für mich als Schreibdilettant, um mal mit den Leuten nochmal so ins Gespräch zu kommen, ne? Social Media schön und gut, aber persönliches Gespräch ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Und eigentlich begann irgendwie jedes Gespräch so nach dem Motto, hey, ja, man kennt sich ja schon, wir haben es ja schon so oft gesehen, aber halt noch nicht in Wirklichkeit, ne? Das ist halt dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Insofern fand ich das total klasse. Und darüber hinaus, jetzt, wie du schon gesagt hast, so über den ganz normalen Kontakt mit Hörern oder Zuschauern hinaus, war das natürlich auch eine tolle Gelegenheit, um jetzt nochmal so Kontakte zu Lektoren, Agenten, Druckereien oder ähnlichen zu knüpfen. Ne? Ach, Buchagenten, und Kontakte davon, also kann man im Autorenbusiness echt nicht genug haben. Literaturagenten waren auch dort? Ja, der eine oder andere. Hui, das ist interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Das ist wirklich interessant. Ja, abgesehen davon, dass wir natürlich Fantastilliarden von Büchern da verkauft haben, wie du mir verraten hast. Ja, Fantastilliarden. Was natürlich auch ein Aspekt ist, den man auf Frankfurt oder so nicht hat, weil man da gar keine Bücher verkaufen darf. Also jedenfalls nicht. Außer am Sonntag, Sonntag und der nur über Buchhandlung oder so. Ich wollte gerade sagen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja, ich auch nicht. Aber es ist jedenfalls auch chancenlos, überhaupt als, vermute ich mal, als Self-Publisher großartig zu wenn man jetzt nicht gerade einer der Self-Publishing-Stars ist oder, es ist eigentlich auch egal, ob man Self-Publisher oder nicht ist, also als Kleinautor, sag ich mal, also jemand, der nicht über ein großes Werbebudget an irgendeinem großen Stand verfügt, ist es fast illusorisch, glaube ich, auf Frankfurt oder in Leipzig Bücher direkt zu verkaufen zu wollen. Das geht aber offensichtlich ganz gut. Also können wir jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Man muss natürlich sagen, also die Verkaufszahlen von solchen Büchern sind nicht so, dass ich da irgendwie die Messe rechnen würde. Aber es rechnet sich insofern, als dass man dann halt doch mal seinen Namen in ein Buch reinschreiben kann und vor allen Dingen für die Leute mal präsent ist. Dass sie einfach mal merken, wer ist der Typ, der das da schreibt. Und das ist natürlich... Wenn man so eine persönliche Bindung hat, das weiß bestimmt jeder von euch, der auch schon ein Buch veröffentlicht hat, persönliche Bindungen zu Lesern sind durch nichts zu ersetzen. Auf jeden Fall. Die sind unbezahlbar. Also zumindest geht mir das auch so, dass ich die Autoren, die ich wirklich gerne lese, unter anderem auch deswegen gerne lese, weil ich sie für coole Typen halte auch noch. Und das kann ja auch nicht schaden. Was wollte ich gerade noch sagen? Buchverkauf, Autoren, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Schade eigentlich. Macht nichts, Markus, macht nichts. Vielleicht fällt es dir ja noch ein. jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Das ist auch ein Aspekt, den man sich vergegenwärtigen muss. So eine Messe ist eigentlich als gerade für Self-Publisher ein absolut gefundenes Fressen oder für Leute, die halt eben, so wie wir, keine großen Werbebudgets von ihren Verlagen erhalten, aus naheliegenden Gründen. Social Media und ähnliche Werbung, die sich irgendwie im Internet abspielt, schön und gut. Das ist ein wichtiges Standbein, gar keine Frage. Man kann da tausend und ein Bücher und Artikel drüber lesen. Ich habe es vor kurzem gerade erst mal wieder getan. Wie wichtig Online-Marketing ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite liest man auch immer wieder überall, Online-Marketing ist nur so das eine Standbein und die eine Hälfte. Und ohne Offline-Marketing kommt man eigentlich auch nicht weiter.
Und ich muss es so ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch nichts tatsächlich Realisierbares oder wirklich halbwegs Vernünftiges gehört, was man mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis an Offline-Werbung irgendwie hinkriegen kann. Ich meine, ich kann natürlich versuchen, Markus Lanz mit 2 Millionen Euro zu bestechen, um in seiner Talkshow irgendwie aufzutreten, aber Wow, Markus, was für ein Plan. Ja. Lass uns dann nachher nochmal ernsthaft drüber reden. Aber alles, was drunter ist, vermute ich mal, funktioniert halt einfach. Also ich habe jedenfalls verschiedene Alternativen mal getestet, durchgerechnet und festgestellt, das rechnet sich oder lohnt sich nie im Leben. Wohingegen halt so die Standmiete auf so einer kleinen Messe sich wahrscheinlich auch nicht direkt rechnet, aber es ist halt etwas, was Kosten-Nutzen-Rechnung so halbwegs in der Waage hält, wo man so halbwegs mit hinkommt und halt doch so ein bisschen was bringt und man halt eben, wie du schon sagst, mal ein Autor zum Anfassen ist und nicht irgendwie ein kleines Bildchen im Social-Media-Bereich irgendwo auf Facebook, Twitter oder sonst wo. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich würde mich da mit anderen Autoren zusammentun, weil so einen Stand alleine zu managen ist schwierig und es macht einfach auch mehr Spaß, wenn man zu mehreren da ist. Und dann ist das auch gar nicht so teuer. Und wenn das immer noch zu teuer ist, na gut, dann geht man halt selbst einfach als so auf die Messe, quatscht mit anderen Leuten, reicht mal seine Visitenkarten rum und so. Ich würde es machen. Also jetzt, wo ich es einmal gemacht habe, habe ich da auch Blut geleckt und das ist eine wirklich tolle Geschichte, um halt nochmal so ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Und Kontakte sind wirklich das A und O beim Schreiben. Ja. Fein. Ja. So sieht's aus. Scheint eine runde Sache gewesen zu sein. Ja, nächstes Jahr gibt's mehr, wenn wir dann von der 4. Buch Berlin berichten, die dann hoffentlich auch irgendwann kommt. Ja, mal schauen. Oder, wer weiß. Vielleicht finden wir noch eine andere regionale Messe, die wir unsicher machen können bis dahin. Und ganz genau. Ich mal ausnahmsweise nicht krank sein werde. Ja. Ja. Gut. Fein. Ja. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die gekommen sind. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Ähnliches habt, schreibt's einfach in unsere tollen Kommentare. Oh Mann, Markus, du klingst ja immer noch ganz furchtbar. Was? Du klingst immer noch ganz furchtbar. Der Husten hat allerdings leider überhaupt nichts mit meiner Krankschreibung zu tun. Das ist was ganz anderes, aber den habe ich jetzt obendrauf noch gekriegt, ja. Ja, wollte ich sagen, eine Krankheit kommt selten allein. Richtig, richtig. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Schreiben. Bis zum nächsten Mal. Erhält uns mit euren Kommentaren, korrigiert oder ergänzt unseren Messebericht auf allen Kanälen, die uns so zur Verfügung stellen. Wir sind auch sehr gespannt über das, über eure Erfahrungen mit der Messe und wie ihr sie erlebt habt. Wie ihr uns auf der Messe, also beziehungsweise Axel auf der Messe erlebt hat, würde mich natürlich auch nochmal brennend dreidimensionaler als heute. Genau, und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.